Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen bei Brixco Wild, wo wir heute bei diesem Film unsere Neuheiten der Lego-Klemmbaustein-Stadt herzeigen. Wie war das, Rita? Gar nicht mal so schlecht, oder, als Intro? So sieht das übrigens aus, wenn wir hier filmen. Ich habe mir jetzt für Demonstrationszwecke mal so eine alte Super-8-Kamera zugelegt. Was ist das eigentlich? Ihr werdet wahrscheinlich nichts sehen, aber um hier mal ein bisschen was... Wobei, man hat sogar ein bisschen was gesehen. Ja, wie lustig. Ja, die Venetian Houses hat man kurz gesehen. Ja, heute zu diesem Tag hier, der wahrscheinlich einer der seltsamsten Tage in der Geschichte von Wild City ist, ja, weil Rita mir den Kaffee verschmäht hat. Also, ich weiß nicht warum, ich habe sie mehrmals gefragt, ob sie Kaffee trinken will. Sie hat immer Nein gesagt. Und ich deute das als schlechtes Zeichen, aber sei es drum, ihr seid nicht hier, um zu erfahren, wie viel Kaffee Rita trinkt. Vielleicht ist es eh nicht schlecht, wenn sie ab und zu mal ein bisschen zurückschraubt. Ich habe ihn verschmäht, weil ich zuerst einen Kaffee getrunken habe, der mir nicht geschmeckt hat, bis ich bei der Hälfte draufgekommen bin, ja, dass das Christophs Kaffee war. Das war auch noch zusätzlich ein Problem. Ja, und dann habe ich meinen auch noch getrunken und jetzt habe ich mir gedacht... Christoph war übrigens verärgert, weil er nur einen halben Kaffee bekommen hat. Ich habe heute nur einen halben Kaffee bekommen. Ja, das heißt, wir erzählen euch heute wirklich, was hier Neues passiert ist. Heute ist ein Tag, wo wir jetzt keine gigantischen Meisterleistungen vollbracht haben. Hallo. Aber es geht um einiges an Detailarbeit. Erstens mal haben wir die ganzen Legoland-Teile noch sortiert, ja, und fertig gemacht. Und wir haben, das wollte ich euch zeigen, einige dieser Kisten leergeräumt und da waren Teile drin. Also das ist schon mal sehr erfreulich. Rita, film mal auf den Boden direkt vor dir, dann sehen die Zuschauer, was wir da zum Beispiel heute gemacht haben. Übrigens, schickes T-Shirt, Christoph. Oh, danke. Ja, Mando. Ich habe jetzt vor kurzem übrigens Ecolit fertig geschaut und hat mir nicht besonders gefallen. Also ich meine, am Schluss das mit dem Cliffhanger und ihr wisst schon, das ist ganz cool gewesen, aber Mando ist immer noch mein Favorite. Wobei ich sagen muss, dass die Star Wars Serien eher in generellen her immer schlechter werden, finde ich. Ja. Ich fand das aber eben mit den Schwestern eigentlich teilweise ganz cool. Ja. Ich habe nur den Anfang gesehen, aber gut. Film mal auf den Boden, Rita. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Wir haben jetzt endlich mal, ihr habt uns ja schon gefragt, einige dieser Schneewittchenblätter hier verbaut. Die sind eigentlich ganz cool, weil die kann man so zusammenklicken, wie man will. Und die machen eigentlich dann auch ganz ein cooles Bild. Ich habe versucht, die alten Bäume, die ja schon lange Zeit hier ein bisschen überarbeitet gehören, mit diesen Blättern auszustatten. Habe schon unten die Wurzel dran gehängt, bin aber jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir diese gebogenen Äste brauchen. Ich glaube, die werde ich mal bei Pick a Brick bestellen oder auf Bricklink, wenn es die irgendwo gibt. Wurde hier Kaffee ausgeschüttet? Das kann durchaus sein. Also es gibt ja jede Menge dieser gebogenen Blätter, damit man die so ein bisschen schräg anbringen kann. Das hatte ich jetzt nicht, deswegen habe ich die jetzt nur mal vorbereitet. Halten eigentlich bombenfest und werden jetzt in diese Kiste reinwandern. Das war das und dann darf ich heute präsentieren, ihr werdet keinen großen Unterschied sehen, aber ich lass mich nachrechnen, in der Lego-Stadt sind jetzt, ich glaube, 52 neue Fässer, ja, über 70 braune Büsche, 10 neue Möwen, 10 neue Möwen, ja, und einige Kürbisse, ich glaube 30 oder 40 Kürbisse, die werden wir euch jetzt mal nicht alle zeigen, aber das sind so die Kleinigkeiten, die man oft übersieht und manchmal nicht sieht. Wir haben hier... Übersieht. Manchmal doch sieht. Wir haben, da werde ich jetzt übrigens noch Rita beauftragen, dass sie hier noch ein bisschen Detailarbeit leistet. Es sind hier überall, erstens im Hafen und so weiter, sind hier Fässer, da werden noch Fische und Knochen reingegeben und so weiter. Dann habe ich auch hier, das ist wirklich heute ein Highlight-Video, oder? Ich meine, das hat die Welt noch nicht gesehen. Hier auch am Strand ein paar neue Fässer platziert. Hier zum Beispiel bei diesem jetzt Paradise Café. Jetzt lasse ich dich wieder filmen irgendwie. Und nicht, dass ich zu schnell schwenke. Wir hatten letztens wieder Leute, denen schlecht wurde bei unseren Videos. Nicht, dass ich schuld bin. Mhm. Immer ja, wenn das ist, hat Rita gefilmt. Und natürlich auch viele der neuen Möwen. Und da möchten wir euch mal zeigen, was wir da meinen. Lego hat ja bei diesen 3-in-1 Creators jetzt teilweise auch Möwen eingebaut. Genau. Die sehen so aus. Oder so. Gefallen mir nicht besonders, wenn ich ehrlich bin. Normaler, ja, Vogel, ich weiß es nicht, kennen. Die neuen hat sie, oder die aktuellen Möwen, diese gummigen, hat es jetzt im Legoland gegeben für 1 Euro. Da haben wir, wie gesagt, 10 Stück gekauft und sind da ganz zufrieden damit.
sehen besser aus. Wo wir gerade hier sind, Rita, du warst heute den ganzen Tag hier unter der Platte. Ich habe mir schon gedacht, Rita hat auch nicht mehr mit mir gesprochen. Dann ich, sie hat Liebeslieder gehört. Mir kommt vor, sie ist frisch verliebt. Ich hoffe in mich. Aber wir schalten mal das Licht Backstreet ein. Backstreet Boys geht bitte dann, immer. Dann kann sie euch vielleicht da beim Unterwasserbereich was zeigen. Leuchtet ja. Es schon? Bei mir leuchtet es, aber es leuchtet rot. Oh, das ist mal wieder dieses hier. Komische... ferngesteuerte Licht von Lidl, was ja nicht besonders ideal ist, das müssen wir jetzt endlich übrigens, mal ankleben. Ja. Auch na, grün, ja, ist egal. Nachdem. Partymodus bei Ariel ist auch kein Problem. Whatever. Ich halte es dir. Genau, danke. Also das klebt leider noch immer nicht ganz, aber ich habe hier einiges verbaut. Erstens mal hängt wieder was. Mhm. Also ich habe hier das Dreamset verbaut mit diesem fliegenden Wal, was auch immer, und habe mir gedacht, das ist ganz nett. Sie könnte ja von der Ariel träumen, quasi in der Traumwelt sie besuchen. Who knows? Und ich habe einige der neuen Teile vom Legoland verbaut. Ist das eh nicht komisch, wenn das so diskothekmäßig ist? Naja, ich weiß jetzt drück nicht. Mal auf blau, dann bleibt es, glaube ich, blau. Das habe ich zuerst versucht, aber irgendwie... Hinter der... ja, genau, jetzt ist es blau. Ja. Okay. Okay, ich glaube, jetzt bleibt es auch blau. Okay. ich habe hier schon. Oh. Schwammerl verbaut und ich habe diese blauen Farne, diese Glitzerfarne verbaut, inklusive den weißen Teilen. Die sind nämlich natürlich anders zum Zusammenstecken als wie die einzelnen Fahne. Ja. Also die kann man so in einem Kreis zusammenstecken. Aber in der Mitte ist dann ein mega großes Loch. Jetzt habe ich mir gedacht, das schaut irgendwie komisch aus. Deswegen habe ich hier die weißen hineingesteckt. Ja. So, entweder drei oder vier. Mhm. Einige Schwammerl. Wie gesagt, in diesem lila-blau beziehungsweise keine Ahnung, pink, es wird hier immer bunter. Gelb. Ja. Also das ist schon sehr abgespaced hier, das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen wollte ich nicht meinen Unterwasserbereich mit Rita teilen, weil ich wusste, dass wenn sie sowas macht, dass das außer Rand und Band gerät. Zu Ariel, finde ich, passt es allerdings mit diesem Unter dem Meer-Lied und so weiter. Und außerdem, wenn das so ein bisschen dunkler ist und blau angeschimmert wird, sieht das ganz cool aus eigentlich. Jetzt haben wir sie wieder was gebracht. Übrigens spinnt unsere Alexa heute auch die ganze Zeit. Ja. Wir haben mehrmals, ohne ein Lied bestellt zu haben, ein Lied bekommen und so weiter. Also irgendwas ist da ganz seltsam. Rita, sing lieber nicht, sonst startet die wieder. Aber sieht sehr, sehr schön aus. Was ist jetzt der Plan für das nächste Update von hier? Mein nächstes Update cool, wird... mit dem fliegenden Wal auf jeden Fall. Ja, da musst du jetzt endlich mal aufgehängt werden, sonst steht der da so blöd rum. Und dann kann ich übrigens die ganze Zeit dieses LED-Band, damit es nicht runterfällt. Ich werde dich stationär hier hingeben. Weil sonst kann ich nämlich nicht mit meinem nächsten Update weitermachen. Ich möchte nämlich gerne das nächste Mal, wenn wir hier sind, oder das nächste Mal, wenn ich im Unterwasserbereich baue, möchte ich hier diesen Schiffswrecker. Oh. Wo ich noch immer ein bisschen skeptisch hingeben. Bin, weil welches Schiffswrack wird hier hinpassen? Wir haben schon gesagt, Silent Mary, aber es ist viel zu groß. Ja, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wir haben ein paar so übrig gebliebene Bootsteile. Ich werde mir die mal anschauen und vielleicht werde ich daraus was machen. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Mal schauen. Guter Plan, da freuen wir uns auf jeden Fall. Schauen wir noch nach hinten zum Halloween-Bereich. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es. Sehr gerne. Rita. Ich werde jetzt das LED-Band... Ich lasse das wieder fallen, ja. Nein. Weil wenn das alles runterreißt hier, dann ist das keine gute Idee. Deswegen hänge ich das jetzt wieder hier auf die Seite. Und sieht so cool aus, wenn es leuchtet, aber es ist echt der absolute Müll, weil es, wenn man es einschaltet, immer zuerst in allen Farben der Welt leuchtet und auch zusätzlich nicht hält. Rüber zum Halloween-Bereich, meine Liebe. Auf, meine Lieben, es geht los. Wie gesagt, ein bisschen komisches Video heute, weil wir, oder besser gesagt, ich eigentlich nur bei... Teilbereichen von Wild City am Werken war. Oh, die Rita Möbel hat ja will auch Möbel hier. Die Pizzakarton schnappen. Und alles Mögliche ist voller Fässer. Ich finde das so cool. Also es gehören in die Fässer, gehören noch Dinge rein, aber es ist einfach alles mal hier voller Fässer. Und es ist heute weder Halloween noch Weihnachten, aber ich war irgendwie hier im Modus, dass ich hier hinten weiterbauen wollte. Ich schalte mal das Licht ein. Ja. Und das ist ja auch das, was wir immer gesagt haben. Wir bauen...
was wir wollen, was wir wollen, genau. Übrigens, Ritter, hier bitte noch ein paar Schwerter und diverses Utensilien, Krimskrams, was einen Piraten mundet. Also da fehlt auf jeden Fall noch was. Ich glaube, ich habe allein hier im Piratenpark an die 20 Fässer hingegeben. Und das Geile ist irgendwie, man sieht sie kaum, weil sie irgendwie da so sich perfekt in diese ganze Szenerie eingliedern und einbinden, dass man hier gar nicht viel mitbekommt davon. Wir haben hier wenn jetzt man bei dem Fass dann durchkommt, bei dem Weg, ja, dass man sich ein die Zuckerwatte kaufen kann. Also das aber hier, gut, das kann man noch versetzen. Ich habe es einfach mal probiert und mir hat es ganz, ganz gut gefallen. Ja. Der Halloween-Bereich. Ich weiß nicht, wir haben letztes Jahr ein schönes Update für euch vorbereitet und dann war irgendwie Halloween und es ist kein Video gekommen und wir sind erst nach Halloween im November draufgekommen, dass wir kein Video gemacht haben. Ja. Jetzt haben sich hier ein paar Dinge verändert, die haben wir euch damals gar nicht gezeigt. Wir haben gesagt, wir heben das für dieses Jahr auf. Ich zeige euch jetzt einfach mal einen kurzen jetzt Schwenk. Wieder nicht Halloween. Ihr könnt euch ja schon einstimmen. Ja. Die Vor-Halloween-Zeit ist ja das schönste Halloween. wir haben im Legoland, ich weiß gar nicht, was die gekostet haben. Ich glaube, 5 Stück haben die 2 Euro gekostet, diese Kürbisse, auch mit den Gesichtern drauf. Ja, die machen, finde ich, also das poppt richtig. Dieser Kontrast hier, das war ja ein sehr dunkler Bereich und ich finde diese Kürbisse hier überall, ich habe übrigens auch diese ganzen Büsche hier in Braun. Christopher, außer Rand und Band, ich sag's euch. Diesen Ork habe ich, der hat mir gefallen. Ich habe auch ein paar platziert, aber Christoph war so, ach, da geht noch einer und da geht noch einer. Ja. Aber es sieht halt wirklich schön aus. Wir haben hier ein paar so, nennen wir es tote Winkel gehabt oder Winkel, wo irgendwie noch was hingehört. Übrigens, das sind diese Baumelemente, von denen ich gesprochen habe. So in der Richtung stelle ich mir das vor. Mhm. Und das mit den Kürbissen, also ich finde, das ist jetzt auf jeden Fall ein viel, viel runderes Bild von allen Seiten. Und ich habe auch, wie gesagt, sehr viele dieser braunen Büsche hier eingebaut mit Rita. Und das ist jetzt, also diese Platte war sowieso nie ganz fertig, aber das ist jetzt auf jeden Fall mal ein runderer Abschluss. Ja. Und das Ganze sieht ein bisschen belebter aus, sieht toller aus, gruseliger, ja, es sieht schrecklicher aus, muss ich sagen. Und ja, ich weiß nicht, ob es euch gefällt oder ihr überhaupt in Halloween-Stimmung seid. Ich war es irgendwie heute und hat mir ganz gut gefallen und wir haben uns da verwirklicht. Ich habe auch hier ein paar Büsche auf der anderen Seite beim Campingplatz verbaut. Und wir haben, wie gesagt, mehrere der Teile, die wir im Legoland dieses Jahr im Sommerurlaub gekauft haben, gar nicht eingeräumt in unsere Kisten, sondern direkt vom Legoland Sackerl ins Layout. Und das finde ich immer am allerbesten. Das ist und hat uns heute sehr, sehr viel Spaß gemacht und gefallen. Rita? Definitiv, denn manchmal räumt man ja nur ein und dann wird nichts verbaut und dann hat das nichts. Ich sag dir. Aber es war trotzdem viel Arbeit, man glaubt es kaum. Oh ja, und das ist einfach, wir haben jetzt viele größere Projekte gehabt mit Einkaufszentrum, Stadtplatz und so weiter, wo einfach bei einem Video tausende Teile verbaut wurden. Heute waren es wahrscheinlich 150 oder so, 200, keine Ahnung. Hat aber mindestens genauso viel Spaß gemacht und war echt cool. Rita und ich haben, ich glaube, an die 2 Stunden herumgetan mit den Bäumen, haben aber jetzt entschieden, dass wir das vertagen. Ja. Und ich gehe jetzt nochmal rundherum, dass ihr den Halloween-Park und Rita nochmal von der anderen Perspektive seht. Ich weiß nicht, ob sieht ihr von da auch einen Kürbis, also ich sehe 1, 2, aber ich weiß nicht, aber es passt auf jeden Fall besser zu den Bäumen, weil sonst waren die Bäume irgendwie das Einzige, das irgendwie quasi bunter ist. Und jetzt ist es stimmiger mit den Kürbissen, muss ich sagen. Ja. Fällt mir sehr gut. Ganz genau. Das ist heute das Update. Rita hat jetzt schon Hunger angemeldet. Ich weiß gar nicht, was wir heute essen, Rita. Kürbiscremesuppe. Wir haben leider keine Kürbis da. Der Herbst steht vor der Tür und es wird auch hier Zeit, dass wir wieder die saisonalen Gepflogenheiten einziehen lassen in Wild City. Ja, hoffentlich dauert das Sommer schon noch ein bisschen. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten heute bei uns und dass ihr uns die Treue haltet, auch wenn es mal ein kleineres Update ist. Wir haben ihn hier zum Beispiel hier auch oben platziert jetzt und ein paar Kleinigkeiten, die mir einfach... Ihr seht, Rita und ich sind gut drauf. Wobei Rita ist auf Nikotin zu, auf Koffein zu. Wir rauchen ich nicht. Ich wollte gerade sagen, dann bin ich seit 33 Jahren auf Nikotin. Auch gut. Schönes Update heute, Rita. Und wir sehen uns. Die Kürbisse haben ihn ein bisschen durcheinander gemacht. Demnächst mal wieder. Ja. Macht es gut, Leute. Baut auch immer Schönes und platziert einen Kürbis. Ganz wichtig. Tschüss.